und gekommen sind, um Geschichte zu schreiben. Ich finde, das ist ein Stück weit Geschichte heute in Milderberg abends geschrieben worden für die Zukunft, für die Kinder und für die Enkel und für die Freiheit und für die Demokratie. Ja. Ich habe es gegründet, weil ich eigentlich mehr Aktion im Landkreis wollte, damit mehr Leute abgeholt werden. Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links. Wir laufen jeden Sonntag für euch. Wir laufen für euch. Wir sind Teil der Gesellschaft, wie Sie auch. Wir sind Bürger dieses Landkreises. Wir lassen uns nicht länger diffamieren. Wir laufen für die Existenzen der Einzelhändler, der Friseure, der Gastronomie und Hotellerie, Solo-Selbstständige, Arbeiter und Angestellte in Kurzarbeit und alle, die weniger Geld für ihren Lebensunterhalt durch die Corona-Maßnahmen haben. Wir laufen für euch. Wir laufen für alle Eltern, die ihren Kindern jeden Tag Bildung zu Hause vermitteln, weil die Schulen wegen der Corona-Maßnahmen zu haben. Danke an euch, denn wir laufen für euch. Wir laufen für eine freie Impfentscheidung, denn jeder hat das Recht, über seinen Körper selbst zu bestimmen. Wir vergessen niemals unsere Kinder, Behinderten und alten Menschen. Sie leiden am meisten unter den Corona-Maßnahmen. Denn wir laufen jeden Sonntag für euch. Wir laufen für euch. Für alle die, die unter den Masken feuchte, kalkreiche und sauerstoffarme Luft Tag für Tag einatmen müssen. Wir wünschen uns, dass ihr gesund bleibt und frei atmen könnt. Wir laufen für euch. Für alle renommierten Unternehmen, die Corona-Maßnahmen besonders hart getroffen haben und Mitarbeiter entlassen und schließen mussten oder noch schließen werden müssen. Wir laufen für euch. Wir laufen für alle alten, pflegebedürftigen und gebrechlichen Menschen, die unseren Schutz brauchen und allein in den Pflegeheimen sind. Wir laufen für uns! Im Grunde genommen müssten in dieser Phase sehr viele Soziologen, Psychologen, Pädagogen in den Sendungen sitzen. Da bräuchte ich im Grunde genommen Sondersendungen. Eine gute Idee. Eigentlich müssten da die Öffentlich-Rechtlichen schon längst selbst drauf gekommen sein. Weil das sind ja die Profis und ist die Frage, warum findet das nicht statt? Wir laufen für alle die, die Corona-Maßnahmen in Frage stellen und selbst auch für Fragen gestellt und einen Pranger gestellt werden. Wir laufen für euch! Liebe Mitbürger und Teilnehmer an dieser Demo, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Kaffee und Kuchen zur Seite geschoben haben und gekommen sind, um Geschichte zu schreiben. Ich finde, das ist ein Stück weit Geschichte heute in Milderberg abends geschrieben worden für die Zukunft, für die Kinder und für die Enkel und für die Freiheit und für die Demokratie. Ja. Mein erster Punkt ist Regelmäßigkeit. Mein Vorredner hat um Wachstum gesprochen. Der Wachstum kommt durch Regelmäßigkeit. Wenn es jeden Sonntag weitergeht, wird es wachsen. Zweitens, Umgang miteinander. Friedlich und liebevoll umgehen. Drittens, Umgang mit den Vorgesetzten oder Höhergestellten, mit dem Landratsamt, mit dem Gesundheitsamt, mit Rathaus ist immer gut, Dialog und Gespräch zu führen. Und die Sprache der Liebe versteht jede Mensch, jede Gattung aus der
Menschheit. Jeder versteht die Sprache und Dialog. Ich rufe alle auf zur Regelmäßigkeit, zum guten Umgang miteinander, vielleicht verschiedene Meinungen zur Seite schieben und sich vereinen, um diese große Arbeit zu bewältigen, was vor uns allen jetzt steht. Und friedlichen Dialog mit den höher gestellten Behörden. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Hallo ihr Lieben, ich nehme ebenfalls Bezug auf den Mein Echo-Artikel, unsere Demokratie ist keine Corona-Diktatur. Es ist schön zu lesen, dass der Stadtrat über Menschen spricht, die abfällig als Querdenker, Rechte, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, ja sogar als Demokratiefeinde bezeichnet werden. Nichts davon sind wir. Wir gehören nur einer Gruppe an, nämlich der Gruppe Mensch. Herr Schmidt hält uns für eine Gefahr für die Gesellschaft. Falsch, Herr Schmidt. Wir sind Teil der Gesellschaft, wie Sie auch. Wir sind Bürger dieses Landkreises. Wir lassen uns nicht länger diffamieren. Lieber Stadtrat, anstatt über uns zu sprechen, sprechen Sie endlich mit uns. Sprechen Sie über die Verhältnismäßigkeiten der Maßnahmen. Packen Sie die Zahlen auf den Tisch und lassen uns gemeinsam einen Mittelweg finden, an Hygienekonzepten gemeinsam arbeiten. Ich rufe alle meine Mitmenschen auf, sich daran zu beteiligen. Die Künstler, Musiker, Kosmetiker, Gastronomen, Selbstständigen, Minijobber, jeder, der seinen Job verloren hat. Das wäre demokratisch. Einen Sie, statt zu spalten. Frau Ballayer, direkt an Sie. Entschuldigen Sie sich bei Ihren Mitmenschen für die Unterstellungen, Pauschalisierungen, haltlosen Vorwürfe und Anfeindungen, die Sie in sozialen Netzwerken, Kommentaren, eigenen Beiträgen und Zeitungsartikeln veröffentlicht haben. Sie haben mit Ihrer Art, und Sie müssten es als studierte Politikwissenschaftlerin und Journalistin besser wissen, einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, die Menschen hier vor Ort zu spalten. Sie sind es nicht würdig, das Amt der Bürgermeisterin zu tragen. Mit einem Zitat von Herrn Karlert, den ich persönlich sehr schätze, ebenfalls in dem Mein Echo-Artikel zu lesen: Als Amtsperson bin ich zur politischen Neutralität und Sachlichkeit verpflichtet. Nachweislich, Frau Ballayer, erfüllen Sie davon nichts. Ich unterstreiche meine Forderung, treten Sie zurück. Vielen Dank. Ach so, PS, Herr Scherf, Ihre Antworten stehen immer noch aus. Vielen Dank. Die Botschaft an alle. Das ist das, was mich fertig macht. Wir müssen miteinander reden, wie man das normal tut und nicht gegeneinander hetzen, wie das leider passiert. Das macht mich sauer. Mich macht es nicht sauer, dass Otto Normalbürger mal über die Stränge schlägt. Das passiert. An den Stadtrat, an die Bürgermeister und an die Frau Balleier. Methoden sind hinlänglich bekannt. Es gibt rechtsradikale Methoden, die sind bekannt. Linksradikale Methoden, die sind bekannt. Religiöse Methoden, die sind bekannt. Propaganda und Bösartigkeit, wie man damit umgeht, das ist hinlänglich bekannt. Und wer Menschen verallgemeinert, denunziert, über einen Kamm schert, der hetzt. Hass und Hetze muss aufhören. Wer nur noch auf die Ränder starrt, übersieht dabei die Mitte. Und das macht mich grädig, das macht mich so zornig. Wir leben hier in unserem Landkreis, wir kennen uns und ich will, dass wir miteinander reden. Frau Ballayer, damit ist Schluss. Das schwöre ich Ihnen. Die Franziska hat vorhin vollkommen recht gehabt damit. Und Herr Karlert, Stadträte und alle anderen, die in öffentlichen Ämtern sind, beschäftigen Sie sich mit den Methoden, weil die Frau Balleier wendet Methoden an. Mir ist vollkommen wurscht, warum die das tut.
ob die Frau doof ist oder das mit Absicht macht, das ist mir vollkommen egal. Diese Frau ist eine Katastrophe. Und wer dieser Frau hinterher rennt, lässt sich von ihr instrumentalisieren. Das wird er sich früher oder später fragen lassen müssen. Das war meine Botschaft. Und noch eins. Tolle Veranstaltung heute, Mariana. Super gemacht. Im Großen und Ganzen. Danke, dass ihr da wart. Die Ordner vielleicht noch ein bisschen besser werden, dass die Abstände noch ein bisschen besser eingehalten werden. Ganz klasse Veranstaltung. Und jetzt bitte mal exponentielles Wachstum. Angenommen, wir waren heute 100 Leute und jeder von euch nimmt nächste Woche 2 mit, sind wir wie viel? 300. Wenn 300 die Woche darauf 2 mitnehmen, sind wir wie viel? 900. Ich will, dass wir in 4 Wochen 2700 Leute sind. Nehmt 2 mit. Jeder hat 2 Freunde, die diese Sachen genauso kritisch sehen, vor allen Dingen den Umgang. Bevor über die Sache geredet wird, muss über den Umgang, wie wir miteinander umgehen, geredet werden. Und wir fordern den Dialog seit ewigen Zeiten. Das muss endlich stattfinden. Herr Karlert, wenn ich Sie sehe, alles, was ich über Sie weiß, machen Sie auf mich einen hochgradig anständigen Eindruck. Bitte, bitte achten Sie auf die Methoden und lassen Sie sich nicht instrumentalisieren. Dieser Artikel, diese Resolution, die Sie da mit unterschrieben haben mit Privat im Stadtrat, geht kein Privat. Wenn Sie im Stadtrat das unterschreiben, machen Sie das als Bürgermeister. Und da haben Sie Partei ergriffen für Hass und Hetze gegen diese Menschen, die hier heute auf der Straße waren und das ganze Jahr in ganz Deutschland auf der Straße sind. Das sind Methoden Balleier. Alles klar? Bravo! Bravo! Ich danke euch. Bravo! Ich bin weder eine Verschwörungstheoretikerin oder rechtsradikal oder sonst, wie man uns benennt. Ich bin hier, weil es um unsere Existenzen geht. Ich kenne einige, ich habe genug Freunde, die wirklich dastehen und nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, wie es weitergehen soll. Die ganzen Hilfen kommen nicht an. Und dafür laufen wir, für die Existenzen, für unsere Mitmenschen. Und Frau Balleier, auch ich möchte Ihnen ein paar Worte sagen. Hören Sie endlich damit auf, uns irgendwie in irgendeine Schiene reinzusetzen. Jedes Mal Ihre Kommentare. Es ist einfach nur erbärmlich, was Sie machen. Es tut mir leid, aber mit Ihnen diskutiere ich nicht mehr. Ich bin hier schon in dieser Gruppe ein paar Mal dabei. Und ich freue mich, dass ich da mitlaufen kann. Weil es ist etwas, wo ich sage, ich tue was. Und bin unterwegs für die Sache. Wenn ich nur daheim sitze, werde ich fast verrückt. Und du findest Leute, die deiner Meinung sind. Und ich sage, die Leute, die dieser Meinung sind, dass diese Corona-Maßnahmen kritisch zu hinterfragen sind, die müssen sich zusammentun und finden. Wir werden hier regiert von einem Stadtrat, der setzt sich zusammen aus Politikern, die zu gewissen Parteien gehören. Ich fand, sage ich es richtigerweise, keine Partei, der ich noch meine Stimme geben möchte. Es hat sich im letzten Jahr eine Partei gegründet, die nennt sich Die Basis. Die steht auf 4 Säulen. Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Der habe ich mich im Dezember angeschlossen. Es gibt im Landkreis noch sehr wenige. Ich bitte euch, schaut euch mal auf der Homepage um und guckt mal, ob das etwas für euch wäre, ob das hier eine Partei wäre, von der ihr glaubt, die kann euch vertreten. Das hat nichts mit Nationalismus und mit Rassismus oder mit sonstigen blöden Vorwürfen zu tun, die man immer wieder hören kann. Wir wollen die Freiheit, sonst nichts. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen keine Toten, aber diese Unterwerfung unter ein Zwangssystem, die müssen wir beenden. Es geht am besten noch mit dem Gebet. Ich rufe euch auf, betet still für euch zu unserem Gott, dem Herrn Jesus Christus. Das war's für heute. Ich möchte noch mal was zu der Gruppe sagen. Also ich habe die Freiheitsbund gegründet, weil ich eigentlich mehr Aktion im Landkreis wollte, damit mehr Leute abgeholt werden. Ja, leider ist es so, wie jetzt hier schon gesagt, es wird leider durch die Medien und mittlerweile auch in der Politik, diese Gruppen werden durch den Kakao aufgezogen. Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links,
Wir sind nicht irgendwelche Menschen, die man in die Schubladen stecken kann. Wir sind aus verschiedenen Ecken, wir sind aus verschiedenen Gesinnungen. Wir wollen alle das eine und das Gleiche. Wir wollen erklärt bekommen, warum wir immer noch zu Hause hocken müssen, warum wir unsere Geschäfte schließen müssen, warum unsere Kinder ihre Freunde nicht besuchen dürfen, warum unsere alten Leute in den Pflegeheimen hocken und Behinderte weggesperrt werden. All diese Sachen wollen wir geklärt haben, aber keiner der Landräte oder der Bürgermeister hat sich bisher jetzt hier verirrt. Also nicht, als ich irgendeine Demo hier geschmissen habe oder ich gesehen habe zumindest. Wenn nicht, korrigiert mich bitte jemand. Ich habe sie öfters schon angeschrieben, vor allen Dingen den Landrat Herr Schärf. Und leider bin ich immer abgeschmettert worden. Ich habe jetzt beim Gesundheitsamt eine Liste mit Zahlen bekommen der Verstorbenen, die das Jahr 2020 betrifft, die ersten drei Quartale, die anderen drei Quartale stehen aus, aber auf meine weiteren Fragen, wie alt die Verstorbenen waren, warum sie verstorben sind und was für Verstorbene es noch im Landkreis gibt, da gibt es leider keine Zahlen dazu. Ich bedanke mich bei allen, ich würde dann hier diese Versammlung schließen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächsten Sonntag wiederkommen, wie gesagt, nächsten Sonntag ab Busbahnhof Schwimmbad, wenn es klappt. Ich habe noch keine Genehmigung dazu. Ich werde es in den Gruppen posten, beziehungsweise auf IBASIC, wenn wir das haben, auch wieder weitergeben. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend und ganz lieben Dank an alle, dass ihr da wart.